willkommen zum ersten Adventskalender-Türchen. Wir spielen, ich glaube, es ist eine Demo, steht jetzt hier nicht, aber es stand beim Spielöffnen. Ich habe mich nicht gespoilert, ich habe keine Ahnung, worum es geht, außer den Titel. Und vor einer Weile habe ich die Vorschaubildchen geschaut. Okay, linker Mausbutton, Shift, Sprint, wenn ich sprinten kann, das ist nicht gut, F, Flashlight und Tab eine Shoppinglist. Lautstärke ist okay. Okay, Tab Shoppinglist und sprinten kann ich. So, bevor ich starte, trinke ich noch einen Schluck von meinem super tollen Tee. Ist vom letzten Jahr. Ist aber noch haltbar, heißt warm and cozy, schmeckt aber eher jetzt kalt und kotzi, aber naja. So, Start. Ich muss mit Liam Schluss machen und ich hoffe, er wird es gut verarbeiten. Wo bin ich denn hier? Wobbel, wobbel, wobbel. Warum gehen Türen immer so oft, dass man sie in die Fresse kriegt? Ich kann auch rennen, aber ich möchte gar nicht rennen. Das ist ein sehr cooler Ofen. Wie hält denn sowas? Gibt es sowas denn echt? Schöne Bilder. Wohne ich hier oder wohnt hier Liam? Hunger? Ah, okay, ich habe Hunger. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Nicht, dass hier irgendwie... Das ist ein bisschen gruselig. Oh. Zwar Hunger, aber ich kann mal gucken gehen hier. La 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 la. La 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 la. Das war's? Kann ich... Ah, nee, springen kann ich nicht. Ich hasse es, wenn ich in Spielen nicht springen kann. Ich habe auch noch keine Taschenlampe. Bin ich reingekommen da, ne? Ja, hier. Hallo? Ne, bin ich hier nicht. Okay. Oh, meine... Na? Was denke ich mit meiner Shoppinglist? Die habe ich auch noch nicht. Hier bin ich reingekommen. Lassen wir auf. Vertrauen. Wow. Okay. Was haben wir denn da? Ich kann mich nicht hinhocken, oder? Ketchup, Milch... Okay, ich hätte jetzt Ketchup gegessen. Wenn sonst nichts da ist. Was willst du mit der Pfanne machen? Was? Ah, oder die Dose. Was willst du mit der Pfanne? Achso. Ja, mach mal halt die echt dreckige Pfanne an. Also, das sieht nicht gut aus. So, ist er jetzt an hier? Nicht jetzt? Ach, guck mal. Hallo? Nimm das. Organic Food. Das könnte auch Hundefutter sein. Mh, das ist ja lecker. Wer klopft an meiner Tür um diese Uhrzeit? Was ist mit dem Essen? Das geht aber jetzt nicht. Nee, nicht weiter aufmachen, bitte. Jetzt bin ich doch ein bisschen beunruhigt. So. Kommst du klar? Das sieht nicht richtig aus. Wieso macht man eine Dose in der Pfanne? Okay. Wie bin ich denn hier? Hier ist doch alles. Alles supi. Oh, meine Lüfter melden sich. Die habe ich vorhin runtergestellt, weil ich ja nichts gemacht habe. Es tut mir leid. Eine Sekunde. Einmal ein bisschen höher stellen. Sonst habe ich immer so ein blödes Pop-up mit einem Bild. Das seht ihr nicht, aber ich. Und das sagt, Achtung, Achtung, Achtung. Deine CPU läuft heiß. So, wer klopft? Ist da? Ach, es ist Liam. Er möchte reinkommen, aber... Liam, ich hab dir doch gesagt, das ist vorbei. So, also kannst du auch nicht reinkommen. Oh, ich ahne, wie der Titel und das zusammenhängt.
Komm schon, du kannst mich doch hier nicht so hängen lassen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Es ist vorbei, geh nach Hause. Uah. Öffne die Tür. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich liebe dich nicht mehr. Oh, bitte klopf nicht nochmal so fest. Du wirst bald schon wieder mein sein. Klingt, als würde er weggehen, Gott sei Dank. Ja, das Essen sollte jetzt fertig sein. Oh, hallo, Telefon, was gebimmelt hat. Okay. Linker Mausbutton. Essen. Nam nam. Mm. Jetzt in die Badewanne gehen. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, ob das sehr laut ist in meinem Ohr gleich. Wo ist denn das Badezimmer? Hier war schlafen. Also eigentlich an sich, ne? An sich echt cool. Ja. So ein bisschen Staubfängerei hier. Aber mir wäre es zu viel Glas. Das hat was. Also keine Gardine hat die Frau. Da hinten ist ein Gebäude. Gut, wir sollen ein Bad nehmen. Und auch mit Glas ins Badezimmer. Das sieht aus wie eine Küchenzeile irgendwie. Nee, wenn ich im Bad bin, dann möchte ich meine Ruhe haben. Ja, gut. Wenn ein Einbrecher... Gehen wir trotzdem baden? Ein Einbrecher kommt, dann weißt du direkt Bescheid. Ich will da nicht gucken gehen. Ich habe Sorge, dass das zu laut ist. Na toll. Gib mir noch eine Chance, bitte. Ich werde dich gut behandeln und alles für dich tun. Ich verspreche es. Nur noch eine Chance ist alles, wonach ich frage. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Küsschen und Umarmungen, Liam. Oh ja. Nein, nein, nein. Ich muss gehen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Nee, du schreibst ihm jetzt, ja, alles klar, wir versuchen es nochmal, lass uns morgen reden und dann rufst du die Polizei an. Und ist die Türe auf? Diese Türe auf? Habe ich die aufgelassen? War ich das? Wo geht's denn nochmal raus? Ich sollte etwas Wasser mitnehmen. Das ist jetzt deine Sorge, ja? Lalalala, wir machen einen Ausflug. Alter. Alter, Walter. Oh Gott, mein Herz. Mein Herz. Den Kater guckt auch schon. Habe ich überlebt? Bin ich... Oh, hallo, Telefon. Wieso rufen wir unseren Opa an? Ruf die Polizei an. Hallo, Opa. Ich brauche deine Hilfe. Hallo, Kate. Was ist denn passiert? Oh, Liam ist in mein Apartment eingebrochen und hat mich verfolgt. Ich bin gerade noch so davon gekommen und jetzt bin ich in meinem Auto und so schnell konnte ich nicht lesen. Das ist ja furchtbar. Bist du in Ordnung? Hat er dich verletzt? Nein, ich bin ganz schnell, bevor er irgendwas tun konnte, aber ich habe solche Angst, dass er mich finden wird. Okay, ich nehme an, du suchst einen Platz, wo du jetzt bleiben kannst. Ja. Ja, Opa. Ich habe einen Menschen, ja, aber eine Stunde weg von der Stadt sollte frei sein. Danke, Opa. Kann ich da jetzt direkt hingehen? Naja, ich schicke dir die Adresse und den Schlüssel für den Keller. War es Keller? Okay, danke, Opa. Bist ein Lebensretter. Kein Problem. Ich hoffe, alles geht gut und ruf die Polizei an. Zögere nicht, mich nochmal anzurufen, sagt er. Alter, Vater, ey. Dieser Kerl, ich muss das... Das ist ja... Muss ich jetzt fahren?
geht sie von alleine? Das war sehr knapp. Gott sei Dank habe ich es nochmal geschafft. Liam wird nicht in der Lage sein, mich jetzt nochmal zu finden. Work and free. Ich bin endlich aus dieser toxischen Beziehung raus. Geht sie von alleine? Ja. In den Wald. So viele dumme Entscheidungen. Es kann auch... Ja, gut. Ja, natürlich hat das geschafft, dir zu folgen. Du bist doch dumm. Oder werde ich jetzt paranoid? Wahrscheinlich nur ein Nachbar. Wahrscheinlich nicht. Ein gruseliges altes Haus. Das ist deine Lösung, ja? Oh, jetzt halt die Taschen. Das. Warte, das ist an. Das ist aus. Das ist ja ein Haufen nix. Was hatten die für ein Steinzeittelefon? In der Aufnahme sieht's heller aus. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich kann ja auch rennen. Möchte ich hier reingehen schon? Kann ich hier... Okay, ich kann hier reingehen, aber... Das... Oh, nee. Also, Opa, warum hast du so ein gruseliges Haus? Mitten im Wald. Und wieso glaubt der Opa auch, dass das so eine gute Idee ist? Was ist denn das für eine Familie? Na gut, es ist jetzt auch keine gute Idee, hier nachts allein draußen im Wald rumzurennen, aber... Oh, guck mal. Ist das? Kann ich hier drauf gehen? Ach, das ist ein Holzstapel. Ein Holzhaufen. Ich dachte, da hängt irgendwie so ein verkrüppeltes etwas. Warum hat unser Opa ein gruseliges Haus im Wald mit einem Sarg im Keller? Mit zwei Särgen im Keller. Drei Särgen. Was ist mit unserer Taschenlampe? Was war das gerade? Was? Ihr blinkt doch. Ich drehe schon durch. Mit vielen Särgen. Opa, was zur Hölle? Was bin ich sehend? Ich sollte diese Familie nicht hinterfragen. Ich will das eigentlich auch schon gar nicht mehr spielen. Was ist denn das da? Seht ihr das? Dieses... Ach, das ist mein Telefon und... Moment, warte, das ist cool, wenn das so ist. Moment. Ist das der Ofen, der sich in meinem Telefon spiegelt? Egal, weiter. Kann ich auch mitten in den Wald laufen? Warte mal, war hier nicht mein Auto? Achso, da ist ein Vordereingang, hier ist ein Seiteneingang. Es ist dunkel hier, lass uns ein paar Lichter Lichter anmachen und das Schlafzimmer finden. Ich möchte das nicht mehr spielen. Das sind Steckdosen, da kannst du kein Licht anmachen. Wir haben kein Spiegelbild. Vielleicht sind wir auch ein Vampir, das würde die ganzen Särge im Keller erklären. Und den Glitzer, der hier rumfliegt. Okay, wir sind also Vampire. Das heißt, mir kann gar nichts passieren. Lalalala. Nee, wir sind doch keine Vampire. Hier liegt ein Kreuz. Okay, mir kann doch was passieren. Ah, Opa hat genauso viel im Kühlschrank wie ich zu Hause. Lalalala. Wieso habt ihr Steckdosen hier auf dieser Höhe? Ich will das doch nicht mehr spielen. Was habe ich mir da ausgesucht? Da würde ich im Leben nicht
im Dunkeln rumlaufen, nur mit meinem Taschenlampenlichtchen. Wenn die Türen einfach so auf sind, ja, ich weiß, ich denke zu realistisch, aber wenn die Türen auf sind, hier kann doch Gott weiß, wer drin sein. Also wenn man hier drauf gehen kann, bereitet euch schon mal mental drauf vor. Ich werde drauf gehen. Wo zur Hölle soll ich denn hier Licht finden, wenn die einfach nur Steckdosen haben und... Was ist das? Eine Holzseife oder was? Ich finde hier im Leben nicht raus. Sorge, ich gebe zu, ich bin gerade echt eine Mimi. Es ist auch wirklich Abend gerade. Also in echt. Und ich habe es auf meinen Ohren ein klein bisschen leiser gemacht, was aber nicht meinen Schock mildern wird. Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Hier ist mein Auto, oder? Hier ist mein Auto. Also ich finde es draußen schon fast besser als drin. Moment, wir sollten ein paar... Nee, das sind... Ich brauche Licht. Ich muss hier Licht. Das ist doch kein... Das ist so eine Steckdose. Warum habt ihr 2 Millionen Steckdosen und keinen einzigen... Scheißlich... Ah, ein Lichtschalter. Okay. Ein bisschen besser. Schon. Musik Uhr. Die macht bestimmt irgendwann Bong. Ah, Jesus. Jesus ist auch da. Ah, okay. Guck mal. Das hat jetzt sehr viel gebracht. Wenn ich mich einmal erschrecke und wegrennen muss, dann halte ich die Luft an. Was ist das? Echt jetzt? Stromzähler? Also nur zur Sicherheit. Die Türen kann man nicht abschließen. Ja, okay. Gut. Wir sind todesmutig. Wir gehen die Treppe hoch. Lalalala. Dass es vorhin geknarzt hat und hier eigentlich jemand sein könnte, aber nein. Boah, dein Sessel ist kaputt. Also abgesehen davon, dass die Tussi ein bisschen doof ist, ne? Weil sie einfach nicht die Polizei ruft, finde ich das halt sehr erschreckend, weil es im Allgemeinen, nicht, dass jeder Opa jetzt eine Menschen im Wald hat, im Allgemeinen halt, ich habe den Satz Anfang vergessen, weil im Allgemeinen, so, da, das ja schon vorkommen kann mit so Stalker-Kram oder Beziehungen, die nicht so gut zu Ende gehen. Ich möchte gerne springen und ich möchte auf dieses Bett springen. Und ich möchte... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach ja, ich sollte ins Schlafzimmer. Jetzt Tag. Geht's uns gut? Kanada? Kanada? Ja, guck mal, wären wir doch im Hellen hier angekommen. Wäre doch alles schick gewesen. Ja. Meinst du nicht, dass Opa eigentlich schlau genug sein müsste, um vorher anzurufen und zu sagen, ich komme jetzt vorbei? Und warum bist du nicht direkt dann zum Opa gefahren? Und am nächsten Tag seid ihr zusammen dahin? Oh Gott. Ja, der ist kaputt. So einen Schlüssel habe ich. Und will ich überhaupt, dass Opa kommt mit seinen Särgen im Keller? Lalalala, es ist tagsüber. Habe ich jetzt eine Shoppinglist? Nein, habe ich nicht. Wieso habe ich überhaupt eine Shoppinglist? Es ist hell. Es kann überhaupt nichts passieren. Will ich diese Tür aufmachen?
Ja, feini. Ah, neuer Besucher dieser Menschen. Ich bin der vorherige Besitzer dieser Menschen. And you are the person. Du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Ich hoffe, to see you stick. Ich hoffe, du bleibst hier auch eine Weile. Ich bin sicher, wir werden... Das war doch jetzt nicht im Spiel. Ist dir gerade wirklich was runtergefallen? Oder ist die Katze? Wo ist die Katze? Das Spiel macht mich bekloppt. I'm sure we will get along. Ich denke, wir werden schon klarkommen. Ich werde dich beobachten. Oh, was für ein Scherz ist denn das? Jan, red noch schneller. I better get going to the convenience store. Geht's jetzt so zum Convenience store? Das ist doch wie, wie hieß die Serie, der Film? Gibt's beides? The Watcher? War das das? Guck mal, so sieht doch gar nicht schlecht aus. So, noch ein Schluck leckeren Tee. Das muss ich gleich aber mal wegkippen. Meine Shoppingliste. Was hast du mit deinem Dosenfutter? Snacks, Soda, Milch, Müsli und Wein. Mhm. Guten Tag. Hallo. Oh, hallo. Ich hab, ach, wieso, Stranger und dann, ich hab dich seit der Weile nicht, I haven't seen you, ach so, ich hab dich vorher nicht gesehen. Entschuldigung, bist du neu? Ja, ich bin gerade eingezogen, du bist eingezogen. Hm? Wo lebst du? Ich fühle mich nie wohl, dir das zu sagen. Bist du alleine? Ich muss mich beeilen, sorry, ich muss da mal gehen. Ja, wieso sprichst du überhaupt mit Fremden? Das ist ein Store, hier kann nichts passieren. Wer schon mal Convenience Store gespielt hat, weiß doch. So, da ist das Dosenfutter. Die Snacks. Cola? Was nicht Soda? Da steht Soda und hier steht Cola. Oh gut. Milch, Müsli, Wein. Kann ich hier rein? Nein. Milch, Müsli, Wein. Milch. Müsli. Guten Wein für $2, $5. Oh, ich habe deinen Bruder gesehen. Er war da hinten. Oder bist du? Nein, das bist du auch nicht gewesen, oder? Hallo? Guten Tag. Mein Computer ist immer noch zu heiß. Was soll denn das? Das so, da wird es wenigstens wärmer. Mir ist nämlich sehr, sehr kalt. Es ist jetzt ist es 18 Grad. Okay, tatsächlich. Die Grafik ist so geil, dass mein PC warm wird. Hallo, hübsche Frau. Ist das alles? Ja. Gut, das macht 28,50 für die drei Teile. Danke fürs Einkaufen. I can tell you new. I can tell you. Achso, ich kann. Ich sehe, dass du neu bist. Wie lange bleibst du? Kein Problem. Weiß ich noch nicht. Nicht lang, denke ich mal. Gruselige Tüte. Okay, hab einen schönen Tag. Und hier ist dein Einkauf. Danke, du auch. Welches Auto war nochmal von uns? Ich glaube, das ist. Alter Falter. Huch, jetzt habe ich verschreckt gedrückt. Was willst du? Ich habe. I do have some. Gott, ich hab mich erschrocken. Du hast. Ich habe ein paar Wünsche, aber ich denke, es
the best. Aber ich denke, die sollte ich besser nicht aussprechen. Oh, sei vorsichtig und don't let me, und lass mich dir nicht alleine begegnen nochmal. I don't need your warnings. Ich brauche deine Warnung nicht. Respektiere mein, weiß ich nicht, hier und bleib mal weg. Wieso? Ich habe das schon so leise gedreht und ich habe einen halben Herzinfarkt. Und ich denke, das ist eine Demo. Und ich mache das schon 25 Minuten. Und ich meine, ich hätte gelesen, es geht gar nicht so lang. Ich will, jetzt ist schon wieder dunkel. Wie lange waren wir denn einkaufen? Jetzt machen wir wieder unsere kleine Mini-Pupsfunzel an hier. Ich will da nicht mehr. Hallo, gruseliges Haus. Also nochmal, wenn ich weglaufen muss, dann haben wir verloren. Ja, ganz fein. Warum fahren wir hier hin zur Hölle? Ja, danke. Willkommen zu Hause. Sahst heute gut aus im Geschäft. Hallo? Ich kann gar nicht abwarten, dich wiederzusehen. Immer weiter dunkel. Komm näher. Nein! Alter, Walter, nein, nein. Nein. Ich bin bald da. Nein. Bist du nicht. Ist klar, ich bin weg. Und was ist, wenn ich schon längst da bin? Mach die. Oh. Ja, ich weiß, nach oben ist jetzt gar keine gute Idee. Und ich habe es von oben gehört, ist mir egal. Oh Gott, ich laufe jetzt einfach im Kreis. So, hier ist bestimmt keiner drin. Ja. Ich bin hier. Nein, bist du nicht. Nein, nein, nein. Ich will nicht spielen. Und jetzt? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ich will das. Ich laufe jetzt auf dich zu. Wenn ich drauf gehe, ist mir egal. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe gar keine Angst vor dir. La 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 la. La 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 la, wo bist du denn? Tralali, tralala, bist du hier gruselig unter einer Decke? Ist mir egal. Na komm schon, wo bist du? Bist du im gruseligen Badezimmer? Nein, bist du nicht. Es gab doch noch einen Neben. Das war ein. Jenny ist klar. Lesen wir einen Brief. Ah, hallo, neuer. Weiß ich nicht mehr, was es heißt. Ich gratuliere zum Einzug. Du magst es vielleicht nicht glauben. Ah nee, you may believe this is your, ich weiß nicht mehr, was Refuge heißt. Du magst vielleicht denken, diese Menschen ist dein irgendwas, aber every step you take, aber jeden Schritt, den du machst, eröffnet ein tiefes Spiel. With you, ich bin bei dir bei jeder Entscheidung, jeder Bewegung. Ja, es gibt kein Entkommen from the inevitable irgendwas mit vom Ende. Ja, wenn es ja eh kein Entkommen gibt, dann können wir doch jetzt auch nochmal in den gruseligen Keller gehen, weil das Licht ist ja aus und kaputt. Und was ist überhaupt meine Aufgabe hier? Ich sehe nichts. Weiß nicht, ob meine Mini-Taschenlampe ist an. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wenn dir das gefallen hat, dann supporte mich. Macht also Wishlist und Steam. Made by, ach so, einer ist das nur gewesen. Corvin Hula. Ja, du hast das sehr gut gemacht. Lieber Corvin Hula. Also wishlistet das und ich weiß noch nicht,
Leicht werde ich es Perilla andrehen oder so, aber um Gottes Willen, das hat gereicht. So, danke fürs Zuschauen und morgen geht's weiter mit dem zweiten Türchen.